Tiny Gong. Tundi, das hart aufgenommen, Franke Tundi, Scarione, Abschlussgelegenheit für Scarione, Tor! Soweit kein Problem für die St. Gallo. Mignani, Tundi, hinten keiner mehr der Absicher, beim FC Zürich, drei Grüne, alleine vor der Costa, jetzt kommt die Zürcher Abwehr etwas hinten nach, aber es ist zu spät, Scarione macht den Tag zu. Und es ist 1:0 Führung für den FC St. Gallen. Rechte runter, Sami. Jason. Da kommt da keinen Platz, keinen Raum von den St. Gallen. Und jetzt im Gegenzug Mario Butsch auf Etundi. Links geht Scarione. Franck Etundi. Dann Scarione. Jele sieht sich schon wieder einem Elfmeter gegenüber, genau gleich, Scarione 4:0, 72. Minute.
Kopfballduell war, Ben Kotz. Chance für Matic. Tor! Tor für St. Gallen! Das war ein Hens von Steil. Das war die unfreiwillige Vorlage für Scarione. Der schaltet geistesgegenwärtig. Freistoß ist getraut. Scarione auf links, auf rechts. Und dann muss Sommer sich ganz, ganz lang machen, um den Ball dann noch über die Latte zu legen. Eine hervorragende Aktion von Oskar Scarione. Hier auf links, dann auf rechts. Und Sommer mit einer ersten Parade in diesem Spiel. Nachter Scarione, schnell wie das Mittelfeld überbrückt wird. Der Pass auf Etundi, Etundi gegen Sommer, Sommer. Das ist etwas, um Jeff Sabine sicher als Herz aufgenommen in der Nation. Scarione setzt sich durch im Strafraum drin. Scarione! Noch einmal Scarione! Muschi! Nein, sie verpassen das 2-2! Muschi aufpassen, dass er nach dieser Aktion nicht mehr die Karte sieht. Hier nochmal die Möglichkeit von Scarione. Und haben Sie gesehen, da ist der Scher am Boden liegend, hat er den Ball noch abgewehrt. Dass er tut, die den nicht reinmacht, zeugt davon, dass er... Etundi, gut gemacht von Etundi, schnell Etundi, zieht durch. Etundi spielt den Ball auf Scarione, Scarione schießt. Dani. Starke Aktion von Etundi. Sehr gut gemacht, das Vorbereiten und macht es bis jetzt fast besser als das Vollstreckt, aber der Boss ist sehr schön gespielt und ja, da auch ein bisschen Pech, ja genau, ein bisschen Pech für Scarione, auf einem guten Platz kann er vielleicht den Schuss besser anbringen und so springt er gerade im dümmsten Moment auf aus seiner Sicht. Lopak. Sichere Intervention von Daniel Lopak. Konter. 3 St. Galler gegen 4 Basler. Scarione. Etundi. Janjatovic. Saisonstart konnte er gar nicht trainieren. Hier bekommt er mal etwas Platz. Regazzoni schiebt ihm die Kugel wieder hin und dann ja, muss Anthony Fabre dieses Tor natürlich auf seine Kappe nehmen. Also das lernt man schon in der F-Jugend. Der Pfosten weiterhin weit vorne, mal tief in der gegnerischen Platzhälfte haben kann. Abecklen, nächste Chance. So konnte Natter im Mittelfeld etwas in die Bresche springen mehr. Scarione.
sehr ballverliebt, Pablo. Du hast technische Fähigkeiten, ohne Frage, aber es ist immer wieder. Das erklärt auch, warum die St. Galler mehrheitlich über ihre rechte Angriffsseite gefährlicher wirken. Lopar hatte bisher noch keinen Ball zu halten. Muschi. Scarione läuft, hinten läuft der Tundi. Muschi hält den Ball etwas lange. Muschi nach der Scarione, schnell wie das Mittelfeld überbrückt wird. Der Pass auf Tundi, Tundi gegen Sommer. Sommer spielt gegen die Länderspiel gegen Zypern Shaqiri. Aber im Ansatz hatte da was für Wenigkeit mit dabei. Und jetzt etwas Platz. Ibi Chuas. Hier praktisch noch nicht gesehen. Im Durchgang 2. Scarione mit Regazzoni. Saisonstart konnte er gar nicht trainieren. Hier bekommt er mal etwas Platz. Regazzoni schiebt ihm die Kugel wieder hin und dann, ja, muss
Anthony Favre dieses Tor natürlich auf seine Kappe nehmen. Also das lernt man schon in der F-Jugend. Der dabei, die ersten mit dabei, die saßen nur oben auf der Tribüne. Gleich cool an 1-2. Das ist gut, wenn es denn so bleibt. Derzeit ganz woanders, verständlicherweise, der neue Sportdirektor des FC Luzern arbeitet mit Hochdruck daran, einen neuen Trainer zu präsentieren. Wird man auch was für eine Trainerfluktuation hat in dieser Saison auch unterbieten können, denn es hat den Elan aus dem Angriff. Da ist genau das Foul geworden. Das ist einsatzbar. Als Topscorer beim FC Biel. Verletzen, aber er nimmt es in Kauf, oder, wenn ja. Er so reingeht. Cabral. Die St. Galler stehen nun sehr hoch, greifen.